Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Companeros y Companeras, wir begrüßen euch zu diesem Zoom-Webinar, das sich anhand von Kuba voll dem Thema des 1. Mai widmet: Die Zukunft ist sozialistisch. Wir hatten eigentlich eine Podiumsdiskussion geplant, die nun wegen den äußeren Umständen virtuell stattfindet. Deswegen aber nicht weniger spannend wird. Vor allem euch animieren soll, sich mit der Realität dieses fast einzigen sozialistischen Landes näher zu befassen. Wir, das sind Solidaritätsorganisationen Medicuba, die Vereinigung Schweiz-Kuba sowie die Partei der Arbeit Zürich. Mein Name ist René Lechleiter. In den nächsten anderthalb Stunden wollen wir in 7 spannenden Kapiteln auf verschiedene Aspekte des Sozialismus in Kuba eingehen. In einem weiten Bogen gelangen wir von den Fundamenten, die vor 62 Jahren für einen sozialistischen Aufbau gelegt worden sind, bis in die Aktualität. Wir sprechen von den Errungenschaften und von den Schwierigkeiten, von der am 1. Januar begonnenen Wirtschafts- und Währungsreform, der kriminellen US-Blockade, deren Tentakel bis in die Schweiz und zu den Schweizer Banken führt, aber auch von der Solidaritätsbewegung in den Vereinigten Staaten und natürlich von der internationalen Kampagne Ein Block Kuba. Schließlich kommen Stimmen direkt aus Kuba, sowohl eine Zeitgenossin von Che als auch eine Vertreterin der jüngeren Generation zu Wort. Der erste Beitrag trägt den Titel Che und der Sozialismus in Kuba. Wenn José Martí das theoretische Fundament für die Unabhängigkeit Kubas legte, dann war es primär Che Guevara, der das Fundament für den sozialistischen Aufbau legte. Dieser Aspekt der Geschichte ist wenig bekannt. Die Persönlichkeit von Che wird heute entweder mythologisiert, auf wenige Aspekte reduziert oder gar verunglimpft. Dabei wird die Bedeutung der konkrete Beitrag von Che in den ersten Jahren der kubanischen Revolution, das heißt von 1959 bis 1965, total unterschätzt, um nicht zu sagen bewusst heruntergespielt oder verdrängt. Che wird reduziert auf den Guerrillero, den unkonventionellen Kämpfer für freiheitliche Ideale, der er sicher war. Aber er wird kaum gesehen als Chef der Nationalbank oder als Industrieminister. Und wenn, dann höchstens als Utopist verlacht, der das Geld abschaffen wollte und vor einem neuen Menschen träumte. Dabei war es Che Guevara sehr ernst mit seiner Haltung. Schon wenige Monate nach dem 1. Januar 1959, dem Sieg der Bärtigen um Fidel Castro und der Flucht von Diktator Batista, also noch bevor der sozialistische Charakter der Revolution offiziell deklariert wurde, erklärte Che an einem Seminar der neu geschaffenen Universidad Popular sein Konzept, das zwischen der politischen Souveränität eines Landes und dessen wirtschaftlichen Unabhängigkeit eine enge Dialektik besteht. Das eine ist ohne das andere nicht möglich. Er stützt sich dabei auf seine profunden Kenntnisse des Marxismus, auf die Doktrin von San Carlos, wie er es 1956 in einem Brief aus dem Gefängnis in Mexiko formulierte. Che war seit seiner frühesten Jugend ein extrem fleißiger Leser. Sein jüngerer Bruder, Juan Martin, bezeichnet ihn in seinem sehr lesenswerten Buch als Leseratte. Ich zitiere: Ernesto verschlingt ungefähr ein Buch pro Tag. Und weiter: Seine besondere Liebe gilt Don Quixote und dem Kapital von Karl Marx, das er für ein Kulturdenkmal menschlicher Erkenntnisfähigkeit hält.
Che Guevara erkannte bei seiner umfangreichen Lektüre das Revolutionäre in der Theorie von Karl Marx. Sie stellte und stellt die Anleitung zum Handeln dar. Ein Handeln, das den Zweck verfolgt, die existierenden kapitalistischen Verhältnisse aufzuheben. Daher entwickelte sich Che auch nicht zu einem Buchstabenmarxisten, sondern zu einem Mann der Tat, im besten Sinne der marxischen Feuerbach-These: Die Philosophen haben die Welt unterschiedlich interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Und Che war sich durchaus bewusst, dass Marx und Engels ihre Schriften vor dem Hintergrund der Industrialisierung geschrieben haben. Das, was er in Marx gefunden hatte, verstand er nicht als Dogma, sondern entwickelte es weiter, applizierte es an die Konditionen eines bislang abhängigen und ausgebeuteten Landes, der sogenannten Dritten Welt, und als den Hauptfeind bezeichnete er immer wieder den Imperialismus. Im Sinne dieser Erkenntnis, dass eine wirkliche Souveränität Hand in Hand mit einer wirtschaftlichen Unabhängigkeit geht, trieb Che eine Industrialisierungspolitik voran. Er hatte erkannt, dass Kuba ein armes Agrarland mit einer saisonalen Monoproduktion von Zucker ewig von Lieferungen aus dem Ausland und von dem in London festgelegten Zuckerpreis abhängig bleiben würde. Zu Recht waren die ersten großen Schritte der jungen Revolution die Alphabetisierungskampagne, die urbane Reform, durch welche die Spekulation mit Wohnungen beseitigt wurde, aber insbesondere die Agrarreform, welche die Latifundien, das Großgrundbesitzertum, abschaffte. Hierfür war ein Superministerium geschaffen worden, das INRA, das Nationale Institut für Agrarreform. Che wurde vorerst Direktor der Nationalbank und erkannte rasch, dass die Banken insofern die Agrarreform sabotierten, indem sie den Bauern und den neu entstandenen Genossenschaften keine Kredite gewähren wollten. Das war der Ursprung der Notwendigkeit, die Banken zu intervenieren und dann zu verstaatlichen. So dann war es Che, der das kleine, vorerst unbedeutende Industriedepartement aus dem INRA herauslöste und in einer intensiven Kampagne als Industrieminister damit begann, kleinere und größere Industrien zum Laufen zu bringen. Hierfür suchte er angesichts der aufkommenden Boykottmaßnahmen überall auf der Welt nach technischer Kooperation. In der Sowjetunion, in China, in Korea, in Algerien und so weiter. Gleichzeitig entwickelte er eine große schulische Tätigkeit. Er war ein permanent Lernender und Lehrender. Sein engster Mitarbeiter im Ministerium, Orlando Borrego, berichtet einerseits, wie sie des Nachts im kleinen Kreis Weiterbildungskurse in politischer Ökonomie betrieben, andererseits, dass man Che fast zu Ruhestunden zwingen musste, um ihn vor einer totalen Erschöpfung zu schützen. Che suchte die Menschen zu überzeugen. Er suchte den Kontakt, konnte zuhören, sprach an Meetings, Konferenzen und Seminaren. Hiervon zeugen die in sechs Bänden publizierten Tonbandabschriften und Aufsätze aus der Feder von Che Guevara. Alles noch heute sehr lesenswert. Ein spezielles Thema, das auch zu großen Kontroversen führte, war seine Abneigung vor Boni und anderen materiellen Stimuli. Che befürwortete vielmehr immaterielle Auszeichnungen. Dies war ein wichtiger Bestandteil seiner Konzeption des neuen Menschen. Che war überzeugt davon, dass sein führendes Kader der Revolution immer mit seinem Beispiel vorangehen muss. So war er auch der Impulsor
der Jornadas de Trabajo Voluntario, dem freiwilligen, sprich unentgeltlichen Arbeitseinsatz. Dies war für ihn wichtiger Bestandteil zur Herausbildung des neuen Menschen. Diesen neuen Menschen verstand er als Resultat eines sukzessiven Prozesses, in dem der Einzelne lernt und begreift, dass er ein Teil eines großen Ganzen ist, dass er Verantwortung trägt für die Gesellschaft, in der er lebt und arbeitet. Ich zitiere: Es geht nicht darum, wie viel Kilogramm Fleisch man isst oder wie oft man im Jahr einen Ausflug zum Strand machen kann. Und auch nicht darum, wie viele schöne aus dem Ausland importierte Dinge man mit den heutigen Löhnen kaufen kann. Das heißt es in seinem Werk »Der Sozialismus und der Mensch in Kuba«. Es geht darum, dass das Individuum sich erfüllter fühlt, durch viel größeren inneren Reichtum und viel größere Verantwortung. Der Einzelne in unserem Land weiß, dass die glorreiche Zeit, in der zu leben ihm zufiel, eine Zeit des Opfers ist, denn er weiß, Opfer zu bringen. Die Ersten lernten es in der Sierra Maestra und wo immer auch gekämpft wurde. Später lernten wir es in ganz Kuba. Kuba ist die Vorhut Lateinamerikas und muss Opfer bringen, weil es Vorreiter ist, weil es den Massen Lateinamerikas den Weg zur vollständigen Freiheit weist. Für viele von uns, die wir in kapitalistischen Verhältnissen leben, welche den Individualismus bis zum Exzess treiben, ist das schwer nachvollziehbar und wird oft ins Lächerliche gezogen. Doch wer je die Möglichkeit hatte, sich in Kuba vertieft mit der Tätigkeit von Arbeitskollektiven zu beschäftigen, der kann nicht anders als tief beeindruckt sein von der Hingabe zur Arbeit oder zur gestellten Aufgabe. Dieses offensichtlich vorherrschende Verantwortungsbewusstsein, vor allem Kindern und älteren Menschen gegenüber, die meist unabhängig von den eigenen individuellen Schwierigkeiten, seien es prekäre Wohnverhältnisse oder schwierig Schlange stehen für die Lebensmittelbeschaffung. Es ist diese von Che beschriebene Vorreiterrolle, die wie ein Fanal zu weiteren Aufstandsbewegungen geführt hat, schließlich zu Befreiungsschlägen wie in Venezuela oder in Bolivien. Und es ist noch heute, trotz aller Rückschläge und Schwierigkeiten, diese Vorreiterrolle und dieses weit verbreitete kollektive Verständnis des Volkes gegen das, das Imperium im Norden seit 62 Jahren einen Keil zu treiben versucht, mit einer immer mehr verschärften Blockadepolitik, die auch extraterritorial, vor allem von ihm abhängig gemachten Staaten, nachvollzogen wird, um dem Fisch das Wasser zu entziehen, Verknappung und Krisen heraufzubeschwören, die zu Hungeraufständen führen sollten. Sie haben sich getäuscht. Vor 4 Jahren haben 80% der Bevölkerung den Sozialismus als Ziel in der kubanischen Verfassung festgeschrieben. Und die Industrialisierungspolitik, die von Che vorangetrieben worden ist, hat, trotz verschiedener Rückschläge, gerade auch der Not gehorchend, ihre unbestreitbaren Resultate für das soziale Leben der Gesellschaft hervorgebracht. Das Land ist durchgehend elektrifiziert, die Straßen bis weit in die Dörfer hinein sind asphaltiert, überall stehen die kleinen Consultorios der Medicos della Familia. Die Forschung in Biotechnologie hat großartige Resultate hervorgebracht. Genau diesen Aspekt möchten wir im nächsten Kapitel vertiefen. Es wird von Raffaele Malinverni präsentiert. Als die Barbudos 1959 auf Kuba die große Umwälzung vollzogen hatten, fanden sie ein Land vor,
mit Riesenarmut, schlechtem Gesundheitszustand der Bevölkerung und Analphabetismus. Und sie wussten, du kannst keine radikalen Veränderungen durchführen ohne Bildung in der Bevölkerung und ohne guten Gesundheitszustand. Gesundheit ist ein Menschenrecht auf Kuba und in der Verfassung verankert. Bereits 1960 hatte die Regierung dementsprechend Preiskontrollen eingeführt, Preisreduktion für inländische und ausländische Produkte. Das hat natürlich die Firmen nicht gefreut. Sie waren gewohnt zu bestimmen, was, wo, zu welchem Preis eingesetzt wird. Das hatte Fabrikschließungen zur Folge, was dann zur Verstaatlichung der Industrie 1960 bereits geführt hat. Parallel dazu verließen von 1959 bis 1967 praktisch die Hälfte der Ärzte die Insel, 3000 auf rund 6300, und die US-Blockade wurde funktionell. Die US-Blockade mit dem erklärten Ziel, eine derartige Misere in der Bevölkerung heraufzubeschwören, dass man die Regierung stürzen kann. Wir wissen, dass das bis jetzt natürlich nicht erfolgreich war. Viele Ärzte gingen weg, einige Akademiker sind geblieben. Die Frage stellte sich also, wie können wir Ärzte ausbilden? Und die Medical School, die erste in Havanna, wurde mit den restlichen akademischen Lehrern gegründet. Wir wissen, dass die Ausbildung in der Zwischenzeit exzellent ist auf Kuba für die Einheimischen und auch für die Elam. Da muss hart gearbeitet werden, um eine Qualifikation zu erreichen. Ausbildung reicht nicht. Die Verantwortlichen wussten, um eine Gesundheitsversorgung zu bewerkstelligen, braucht es auch Technik und Medikamente. Die Produktion lag im Argen. 1965 wurde das erste Institut für die nationale Forschung gegründet, vor allem mit lokalen Produkten. Daraus ist das Laboratorio Dalmer dann für natürliche Produkte erschienen. Und die Kubaner hatten die Möglichkeit, ihre Forscher im Ausland auszubilden, in Finnland, in Zürich auch, an der Harvard, am Pasteur-Institut in Heidelberg und so weiter. Das hat zu einem Aufschwung geführt der Forschungstätigkeit, die in den folgenden Jahren dann zur Gründung von verschiedenen Laboratorien, beispielsweise dem Finley-Institut, dem Centro de Immunologia Molecular, CIM, und auch dem Neuroscience Center in den 80er Jahren geführt hat. Die Forscher, die kubanischen Forscher, arbeiten natürlich gezwungenermaßen kostenbewusst und anwendungsorientiert und in einem sogenannten Full-Circle-System, das heißt von der Forschung über die Entwicklung, über die Herstellung bis zur Vermarktung wird dieser Zirkel gehandhabt und führte in den 80er Jahren zur Gründung der Biocuba Pharma, der quasi Dachgesellschaft von 35 Laboratorien, mehr als 20.000 Beschäftigten, die um diesen Full Circle aufrechtzuerhalten gegründet worden ist. Die Forschung und Herstellung und so weiter geschieht integriert in verschiedenen Laboratorien, die unterschiedliche Angelegenheiten erforschen. Das hat dazu geführt, dass Kuba erstaunliche Produkte entwickeln konnte, eine Hepatitis B-Vakzine, die erste synthetische Haemophilus Influenza B, Meningitis bei Kleinkindern-Vakzine, die Leidenschaft von Fidel Castro, also rekombinantes Interferon, das damals als Wunderding galt, aber doch
Schwierigkeiten hatte in der medizinischen Applikation. Ich erinnere euch daran, dass Interferon von einem Zürcher Forscher, John Lindemann, in den 50er Jahren bereits entdeckt worden ist. Er hat dafür fast den Nobelpreis gekriegt. Also diese Aktivitäten haben dazu geführt, dass von US-Seite auch heute kubanische Wissenschaftler als Weltklasse angesehen wird, wird aber bei uns totgeschwiegen. In dieser Entwicklung haben angesichts der Pandemie praktisch alle Laboratorien ihre Energien auf die Entwicklung von Anti-Covid-Medikamenten, vor allem Anti-Covid-Vakzinen, eingesetzt. Es sind heute verschiedene kubanische Vakzinen weit fortgeschritten, vor allem Soberana 2, die auf einer Technologie beruht, die bereits bei der Meningokokken-Typ B-Vakzine, welche die Kubaner erst entwickelt haben, erforscht wurde, und andere Vakzinen, die mehr Immuntherapien sind und so weiter. Die Resultate der Phase 3-Studien werden bald publiziert werden. Die Idee der Kubaner war, eine kostengünstige und effektive Vakzine zu entwickeln für Lateinamerika, für Afrika und für andere Länder. Natürlich ist das ein Exportprodukt. Allgemein muss man sagen, dass die biomedizinischen Produkte der Kubaner ein Handelsvolumen jährlich von rund 500 Millionen aufweisen können. Das ist die zweitwichtigste Exportprodukte, also eine große Bedeutung hat auch für die kubanische Wirtschaft. Diese Zusammenarbeit und die Exzellenz der Forschung wird bei uns quasi totgeschwiegen. Es wird wenig darüber berichtet, auch dass die Kubaner zusammen mit einem New York Onkologischen Institut eine Immuntherapie für Lungenkrebs auf höchster Ebene untersuchen. Totgeschwiegen, totschweigen heißt, ist natürlich interessensgebunden an andere Firmen, die in diesen Gebieten forschen. Was können wir tun? Was können wir tun? Wir müssen weitermachen. Wir müssen über diese Situationen informieren, objektiv. Und wir müssen auch Mittel zur Verfügung stellen in schwierigen Situationen, damit diese Forschung weitergeführt werden kann. Danke für eure Geduld. Kubas Wirtschaft. Wie ist die aktuelle Situation und wie sehen die Perspektiven aus? So viel vorweg, es hat sich viel verändert in den letzten Monaten auf wirtschaftlichem Gebiet. Auch die Corona-Pandemie hat schwere Auswirkungen, genauso wie die US-Blockade gezeigt, auf die aktuelle Situation im Land. Denn ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Marcel Kunzmann. Ich habe in Jena, Berlin und Havanna Politik, Geschichte und Ökonomie studiert. War zwei Semester an der Uni Havanna im Austausch 2015-16 und beschäftige mich seither intensiv als Wissenschaftler und Journalist mit der Entwicklung in Kuba und insbesondere der kubanischen Wirtschaft. 2011 hat Kuba den Prozess der sogenannten Aktualisierung des Wirtschafts- und Sozialmodells gestartet, mit dem zum einen Probleme des bisherigen Systems wie fehlende Anreize, sehr hohe Staatsausgaben bei gleichzeitig niedrigen Löhnen und die Probleme, die durch den Wegfall der Sowjetunion und anderer sozialistischer Handelspartner entstanden sind, beseitigt werden sollten. Nach einigen Jahren guter wirtschaftlicher Entwicklung oder einer wirtschaftlichen Erholung, könnte man sagen, wurden ab 2016 die Folgen der Krise in Venezuela auch auf Kuba immer spürbarer. Zugleich wurde Donald Trump als neuer US-Präsident vereidigt, der mit neuen Sanktionen versucht hat, die Insel finanziell zu isolieren und auch von internationalen Handelsströmen weiter abzuschneiden, was ihm teilweise gelungen ist. 2019 wurden durch weitere US-Sanktionen, wo beispielsweise
Frachtschiffe getroffen wurden, die mit Kuba Handel getrieben haben, also die Öl von Venezuela nach Kuba geliefert haben. Schwierige Probleme bei der Energieversorgung hervorgerufen. Es gab weniger Angebot in den Märkten, es gab Probleme mit der Stromversorgung. Es wurde offiziell damals von der Regierung eine Energiekrise ausgerufen und man hat versucht, mit viel Kreativität im Krisenmanagement die Situation damals im Winter 2019/20, kurz vor der Pandemie, einigermaßen zu lockern. Es gab damals auch Probleme im Transportsektor, es mussten Einsparungen vorgenommen werden. Und es hat sich gezeigt, dass die bisherigen Schritte, die man gegangen ist, auch im Kontext der weiter verschärften US-Sanktionen nicht ausreichend sein würden für die wirtschaftliche Erholung des Landes. 2020 war dann eben der Beginn der Corona-Pandemie, die für Kubas Wirtschaft vor allem den vollständigen Kollaps des Tourismus binnen weniger Monate bedeutet hatte, mit entsprechenden Folgen natürlich. Man muss sich das so vorstellen: Kuba lebt nicht allein vom Tourismus. Die wichtigste Einnahmequelle ist der Export von medizinischen Dienstleistungen, der auch in der Pandemie natürlich weiterging, wenn er auch nicht jetzt im ökonomischen Sinne gesteigert wurde. Allerdings ist der Tourismus doch mit die zweitwichtigste Einnahmequelle und entsprechend der Kollaps hat Kuba sehr stark getroffen, stärker als viele andere Länder in der Region, wie beispielsweise auch die Vertreter von verschiedenen Unternehmen, die im kubanischen Tourismus tätig sind, bekannt gegeben haben, dass ihre Hotels in Kuba deutlich stärker betroffen waren als beispielsweise in anderen Ländern. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Kuba mit sehr schwierigen Ausgangsbedingungen in diese Pandemie gestartet ist ökonomisch. Ja, hier in der Grafik sieht man das ganz schön, wie sich die Pandemie auf die Besucherzahlen in Kuba ausgewirkt hat. 2017, 18, 19 sind die durchgehenden Linien. Auf der Y-Achse die Besucherzahl in Hunderttausender Schritten. Und ab 2020 im März, am 24. März, wurden die Grenzen geschlossen. Und danach haben bis zum Oktober letzten Jahres keine Ausländer mehr, bis auf wenige Ausnahmen, Kuba betreten. Ab Oktober ist dann eine langsame und schrittweise Öffnung erfolgt. Einerseits aus der praktischen Notwendigkeit, vor Beginn der anstehenden Währungsreform nochmal Familienbesuche und anderes zuzulassen. Und gleichzeitig hatte man die Pandemie damals so weit im Griff, dass man sich zugetraut hatte, wieder den Tourismus schrittweise und begrenzt zu öffnen. Mittlerweile ist man davon auch wieder etwas abgerückt, obwohl es so eine relativ kleine Öffnung ist, wie man sieht, hat die allerdings auch zum Anstieg der Fallzahlen beigetragen. Ja, was waren die Auswirkungen davon? Zum einen ist das Bruttoinlandsprodukt Kubas letztes Jahr um 11% zurückgegangen, was auf den ersten Blick nach nicht so viel klingt. Allerdings muss man sich auch vergegenwärtigen, dass Kuba ein Entwicklungsland ist und 11% Einbruch in einem Entwicklungsland, wo man normalerweise ein Wachstum zwischen 5 und 6% pro Jahr anstrebt, ist eine gewaltige Summe. Das hat dazu geführt, dass die Importkapazitäten des Landes um rund die Hälfte eingebrochen sind und gleichzeitig wurden Devisen extrem knapp, die zum Import von Lebensmitteln dringend erforderlich sind. Dazu muss man wissen, dass Kuba noch weiterhin 70% seiner Lebensmittel trotz Schritten und Reformen in die Richtung, dass sich dieses Verhältnis mal umkehrt, aber weiterhin 70% seiner Lebensmittel, die im Land verbraucht werden, importieren, also aus dem Ausland einkaufen muss. Eine Maßnahme, die damals ergriffen wurde, war die Ausweitung der Teildollarisierung des Handels. Das heißt konkret, dass im Jahr 2019, also schon vor der Corona-Pandemie, hat man damit begonnen, um Devisen abzuschöpfen, die sonst über informelle Kanäle, über Waren in informellen Kanälen im Land gelandet wären. Produkte wie Tiefkühlschränke, Autoteile und andere gegen Dollar zu verkaufen. Allerdings nicht in Bargeld, sondern in Form von Kreditkarten. Das hat man im Jahr 2020 dann im Sommer auch auf Lebensmittel ausgedehnt. Nicht auf alle Lebensmittel, sondern ungefähr 80 Supermärkte landesweit haben damit begonnen, vor allem
höherwertige Lebensmittel gegen Dollar zu verkaufen. Das betrifft allerdings schon einen guten Teil des Sortiments. Und gleichzeitig hat man mit den Einnahmen versucht, die Grundversorgung aufrechtzuerhalten, die sich auf ungefähr 45 Produkte, wenn ich mich richtig erinnere, momentan beschränkt. Ja, die Konsequenz davon sind lange Schlangen, die man auch in den Bildern sieht, die ich euch mitgebracht habe. Das erste obere ist tatsächlich noch vor der Corona-Krise aufgenommen. Das waren sozusagen die Folgen der Energiekrise, die man da sieht. Da waren auch einige Wochen und Monate lang praktisch die Läden wie leergefegt. Und die Situation hat sich dann natürlich letztes Jahr noch weiter zugespitzt infolge der Corona-Krise. Mit langen Schlangen vor den Läden, die auch für Grundnahrungsmittel und Dinge, die sonst in der Regel immer gut verfügbar sind, entstanden sind. Ja, im Sommer letzten Jahres hat die Regierung dann versucht, mit einer neuen Wirtschaftsstrategie dagegen zu steuern. Oben rechts sieht man das Bild. Der Präsident Díaz-Canel damals hatte das prominent im Fernsehen angekündigt, was von vielen Leuten auch verfolgt wurde, mit großem Interesse natürlich. Wesentlicher Eckpfeiler der neuen Wirtschaftsstrategie ist die Schaffung von gleichen Bedingungen für alle Produzenten und für alle Eigentumsformen. Das heißt, dass sämtliche Produzenten in Kuba unter ähnlichen Rahmenbedingungen, was den Wechselkurs angeht und auch was die juristischen Rahmenbedingungen angeht, arbeiten und produzieren sollen. Für den Staatssektor heißt das eine Dezentralisierung der Staatsunternehmen. Die sollen mehr Autonomie und Eigenständigkeit erhalten und den größten Teil ihrer Ausgaben über eigene Einnahmen bestreiten und selbstständig Projekte über den Plan hinaus durch eigene Kredite, die sie bekommen können und durch die Verwirklichung eigener Initiativen auf lokaler Ebene entsprechend verwirklichen und umsetzen sollen. Die Planung soll beibehalten werden, allerdings mit indirekteren Methoden erfolgen. Das heißt konkret also, dass statt klassischer Tonnenideologie mit Produktionsvorgaben von so und so viel Stück stärker finanzielle Instrumente bei der Planung der Wirtschaft zum Einsatz kommen sollen, was entsprechende Anreize für die Unternehmen schaffen soll, mehr zu produzieren und entsprechend die Nachfrage zu decken. Als weitere Neuerung wurde die Zulassung von kleinen und mittleren Unternehmen beschlossen, sowie von Produktions- und Dienstleistungsgenossenschaften. Das sind beides Themen, die schon 2011 im Rahmen der ursprünglichen Reformstrategie beschlossen und verabschiedet wurden, allerdings nie zur Umsetzung gekommen sind, da man anfangs durch die wirtschaftliche Erholung verschiedene Themen verzögert hatte, auf der Suche nach einem vermeintlich perfekten Timing zur Umsetzung. Und dann ab 2016 war sehr viel Krisenmanagement, weswegen die Themen auch wieder untergegangen sind. Und im Sommer 2020 kamen dann diese Themen wieder zur Sprache. Ein weiteres Element davon ist die Förderung von Innovation und ihre Anwendung in der Wissenschaft. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, bedeutet aber ganz konkret, dass der Staat versucht, eine Innovationsstrategie zu entwickeln, womit Unternehmen einerseits gezielt verknüpft werden mit Forschungseinrichtungen, Universitäten und Wissenschaftszentren, die in Kuba ja sehr gut aufgestellt sind, bekanntermaßen, und die allerdings bisher wenig Ergebnisse in der praktischen Anwendung ihrer Forschung erzielen konnten. Und das will man sozusagen mit einer neuen Innovations- und Wissenschaftsstrategie ändern, die auch Teil der neuen Wirtschaftsstrategie ist, wie sie im Sommer letzten Jahres vorgestellt wurde. Ein ganz wesentlicher Teil dieser Strategie, quasi die Grundbedingung, dass sie überhaupt greifen kann, war die Umsetzung der Währungsreform. Dazu nur in aller Kürze, weil das ein recht kompliziertes Thema ist, aber ich will es versuchen, schnell zusammenzufassen. In Kuba gibt es zwei Landeswährungen, den kubanischen Peso und den konvertiblen Peso. Während der konvertible Peso 1:1 an den Dollar geknüpft ist, ist der kubanische Peso im Wechselkurs von 24:1 für die Bevölkerung und war früher im Wechselkurs von 1:1 mit dem Staatssektor, im Staatssektor. Das heißt also, wenn ein staatliches Unternehmen Produkte für 100 Dollar importiert hat, musste es nur 100 Peso, also 4 Dollar umgerechnet, aufbringen, was Importeure
begünstigt hat und Exporteure in Anführungsstrichen künstlich bestraft hatte. Mit der Währungsreform sollte also der Cook abgeschafft werden und der Peso einen einheitlichen Wechselkurs von 24 zu 1 erhalten, der eben erstmal für alle Akteure vom Staatsunternehmen bis hin zur Genossenschaft und dem Privathaushalt gelten soll. Das sollte eben vor allem dazu beitragen, gleiche Bedingungen zu schaffen, die wirtschaftliche Leistung und Effizienz besser zu messen. Und natürlich hat es auch den Effekt, dass exportierende Betriebe, die man ja fördern will, deutlich effizienter arbeiten und mehr Einnahmen generieren können. Weiteres Element davon ist eine umfassende Lohn- und Preisreform. Raúl Castro hatte damals scharf kritisiert, dass Kuba das einzigste Land der Welt sei, in dem man leben könne, ohne zu arbeiten, weil es ein umfangreiches Netz an Subventionen und Preisvergünstigungen gab und teilweise immer noch gibt. Beispielsweise monatlich subventionierte Lebensmittelzuteilungen. Strom hat sehr, sehr wenig gekostet im Verhältnis zum Einkommen und im Vergleich zu anderen Ländern der Region und vor allem auch im Verhältnis zu den Kosten, die für seine Erzeugung aufgewandt werden mussten. Und das wollte man insofern ändern, indem man den Lohn erhöht hat. Der Durchschnitts- oder Medianlohn stieg auf 2100 Pesos, von vorher ungefähr 600 oder 700 Pesos. Umgerechnet sind das 75 Euro oder 83 Schweizer Franken. Und gleichzeitig sind aber auch die Preise für Strom und die Produkte der Grundversorgung gestiegen. Die Idee dahinter ist eben, dass die Preise tatsächlich auch den realen Wert und die realen Kosten besser widerspiegeln und durch die höheren Löhne gleichzeitig die Haushalte aber auch in der Lage sind, sie zu erwerben. Insgesamt war mit der Lohnreform, wurden die Löhne teilweise mit einem Faktor 3 und auch die Renten stark angehoben, aber durch die Preissteigerung war das so vom Design her schon so gedacht, dass sich das wieder ausgleicht. Also es war natürlich nicht möglich, mitten in einer Wirtschaftskrise höhere Kaufkraft zu erzeugen, obwohl von manchen Leuten in der Bevölkerung, von Teilen der Bevölkerung die Erwartung da hingehend war. Aber tatsächlich wurde mit der Währungsreform trotz höherer Löhne niemand reicher. Ziel war, dass erstmal niemand ärmer wird und aber die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen besser sind in Zukunft. Vom 16. bis 19. April fand der 8. Parteitag der Kommunistischen Partei Kubas statt, bei dem in erster Linie der Prozess der Übergabe an die neuen Generationen abgeschlossen werden sollten. Raúl Castro hat nicht mehr kandidiert nach zwei Amtszeiten für den Post des Generalsekretärs. Dazu muss man wissen, vor 5 Jahren wurden auch Amtszeitbeschränkungen eingeführt. Gleichzeitig sind andere Mitglieder aus dem ZK und Politbüro ausgeschieden, die vorher der historischen Generation der Revolution angehört haben. Und insgesamt wurde das Personal der Partei verjüngt. Wesentliches Thema war aber auch Wirtschaft, Kaderpolitik und die Arbeit der Partei, wo im Wesentlichen nochmal bekräftigt wurde, dass die beschlossenen Reformdokumente schneller und zielgerichteter umgesetzt werden müssen. Ja, im Wesentlichen wurde festgehalten, dass trotz Corona konnten die wichtigsten sozialen Errungenschaften der Revolution aufrechterhalten werden, im Positiven. Allerdings gibt es weiterhin schwere strukturelle Probleme im Wirtschaftsmodell, wie zum Beispiel fehlende Anreize für Arbeit und auch für Innovation, wie Raúl Castro damals hervorgehoben hat, so dass die Reformen schneller vorankommen müssen. Und interessant war auch, dass wenige Tage vor Beginn des Parteitags noch eine Landwirtschaftsreform angekündigt wurde, die die Vermarktung von Lebensmitteln und anderen agrarischen Erzeugnissen verbessern soll. Kuba hat da erstmal sich ganz bewusst an China und Vietnam orientiert, die als bereichernde Prozesse bezeichnet wurden von Díaz-Canel auf dem Parteitag, der dann zum Generalsekretär gewählt wurde. Allerdings hat Raúl in seiner letzten Rede als Generalsekretär nochmal festgelegt, dass es auf Kuba keine Massenprivatisierung geben soll, dass das vorherrschende Staatseigentum weiterhin beibehalten werden soll und dass Entscheidungen auf wirtschaftlichem Gebiet auf keinen Fall einen Bruch mit den Zielen der Gleichheit und Gerechtigkeit der Revolution darstellen sollen. Nichtsdestotrotz
ist die Aufrechterhaltung der Grundversorgung die größte Herausforderung. Die Krise ist auch noch längst nicht überstanden. Die Versorgungslage ist extrem angespannt, was viele Haushalte auch direkt zu spüren bekommen. Also von Freunden in Havanna wird mir berichtet, es gibt Obst und Gemüse. Das Bild von oben rechts stammt zum Beispiel aus dem Januar, kurz nach Anfang der Währungsreform. Aber selbst in den Dollarläden gibt es lange Schlangen, wie man unten sieht auf dem Bild. Und mit lang sind mehrere Stunden bis zu auch einem halben Tag gemeint. Und die Versorgung ist extrem unstet natürlich. Mit Blick auf die Zukunft kann man feststellen, dass wichtige und dringende Reformen vor allem auf dem Gebiet der Landwirtschaft unterwegs sind, also beschlossen wurden vom Politbüro und in den nächsten Wochen und Monaten in Form von Gesetzen erscheinen sollten. Ein weiteres großes Problem und auch eine große Leerstelle und ein großes Fragezeichen ist die Lage der US-Sanktionen und die Rolle der US-Blockade. Bisher gab es noch keine Reaktion von Biden auf die Wahl von Díaz-Canel zum Generalsekretär und überhaupt in Bezug auf Kuba. Das heißt, dass Kuba keine große Priorität für die USA momentan in ihrer Außenpolitik sei. Und es wurden auch bisher noch keine Anstalten gemacht. Viele von den Sanktionen, es waren mehr als 240 Maßnahmen, die Trump damals beschlossen hatte, auch nur eine einzige davon bisher zu lockern. In dem Fall bedanke ich mich dann für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch viel Spaß im weiteren Programm. Ja, hallo zusammen, ich grüße euch ganz herzlich aus dem Volkshaus hier in Zürich am Helvetiaplatz. Es folgt nun ein zweiteiliger Filmbeitrag aus Kuba. Im ersten Teil zeigen wir einen Ausschnitt aus dem in diesem Jahr zum Internationalen Frauenkampftag erschienenen Dokumentarfilm Memorias de una Miliciana. Erinnerungen einer Milizionärin. Dieser Film dokumentiert die Erinnerungen von Noemí Grosas Garcias an ihre Zeit als Milizionärin im ersten Frauenmilizbataillon Kubas. Dieses Frauenbataillon wurde 1961 gegründet und stand im Einsatz im Kampf gegen die Konterrevolution. Der zweite Teil ist eine aufgezeichnete Videobotschaft von Naira Paisan, eine junge Architektin und Aktivistin aus Santiago de Cuba. Die 23-Jährige nimmt den Faden von Noemí Grosas auf und beleuchtet verschiedene Aspekte aus der Sicht einer Vertreterin der jüngeren Generation von Kuba. Yo lo que quiero, ante todo, es que estas memorias sirvan para las generaciones futuras, o sea, para la formación de la estructura emocional y el, o sea, cómo la memoria histórica puede ser transmitida de forma tal que a los jóvenes les interese. Yo quería buscar una forma más lúdica de hacerte este cuento, ¿no? O sea, esta narración, porque lo que me interesa es tratar de ser convincente, tratar de motivar a la juventud para que sea capaz de saber cómo es fundamental que la memoria histórica penetre, como dice, como si fuera un virus, dentro de nosotros mismos un virus, o sea, favorable, no un virus que nos haga daño, para que ese virus no tenga antídoto, o sea, no te lo puedes quitar nunca, como nosotros, la generación de nosotros. Lo que hemos vivido es eterno en nosotros mismos y las reacciones que tenemos cuando se ve, por ejemplo, si hay algún error que nosotros pensamos que se está cometiendo algún error, dentro del proceso, cómo queremos salvar de alguna manera lo que ha sido la idea, el intento de hacer un hombre diferente, el intento de hacer una sociedad justa,
Y eso es lo que hay que buscar una forma de motivación para la juventud, para que la juventud se apropie de esta memoria, no de forma panfletaria, no de forma, como te pudiera decir, insistente, continuada, que sature la expectativa de la persona que se interesa por este tipo de cosas. Y dentro de todo, lo que quiero es eso, convertirme en un mensaje de aliento, de decir que si fuimos capaces nosotros de pasar todas estas penurias, porque además en el batallón al principio nosotros comíamos lo que nos traían de comida, no había agua en aquel lugar y con arena, nos llevaron arena y con arena nosotros fregábamos los platos. En otro momento se nos daba lo que había, un plátano salcochado con una agua con azúcar. Y estábamos tan felices, éramos tan felices, o sea, lo que te quiero decir es que estábamos tan inspiradas, tan motivadas, tan contentas de formar parte de ese batallón. Que realmente yo quisiera que ese batallón dentro del género tuviera un poquito de más relevancia en el país, porque es importante que se sepa lo que las mujeres hicimos. Y fuimos muchas mujeres. Hay algunos libros, yo infelizmente estaba haciendo un libro, María Emilia Chapman, que fue en Mercedes Couso, o sea, yo hice, ya tenía 7 entrevistas hechas, e infelizmente en un auto que yo monté se me quedó la grabadora y nunca más la pude recuperar. O sea, se me quedó trunca la idea y nunca pude dar mi testimonio, que yo pienso que hubiera sido mucho más rico, porque el tiempo te va borrando la memoria. Y lo más importante es que ustedes, que la gente joven de este país registre estos patrones de vida y los haga de una forma hasta amorosa, porque el amor es, para mí el amor es el remedio más eficaz para cualquiera de los males que tiene la humanidad. El amor cura. Yo estoy absolutamente segura que el amor cura. Como el odio enferma, el amor cura. Entonces, con mucho amor, que ustedes puedan tener estas vivencias nuestras y las puedan, ya te digo, hacer patrones. Y yo estoy muy agradecida porque, primero que todo, porque estoy con vida, porque todavía tengo un poco de memoria a pesar de la experiencia. Y quiero, de todas maneras, testimoniar todos los que tuvieron la idea de que este batallón existiera. El comandante, por supuesto, fue el primero. Y los que nos han seguido a través del tiempo, pues que no se pierda la oportunidad, que no se pierda la oportunidad. Porque José Martí se ha quedado en nosotros, Fidel Castro se ha quedado en nosotros de una forma, bueno, grabado en toda nuestro, ya te digo, la estructura emocional. Para mí José Martí, José Martí y Fidel es casi lo mismo. El uno hizo lo que el otro quiso hacer. Y bueno, después de eso, siempre pienso en la memoria de Eusebio Leal, que ha sido una de las personas que más le dio valor a la historia verdadera, a la historia real, y que ha transmitió de una forma inigualable todos sus conocimientos, toda su brillantez, su talento, porque es un erudito, un orador erudito, como lo debe haber sido José Martí. Entonces, de alguna manera, yo aspiro, o sea, para mí lo fundamental es la juventud.
Lo fundamental es la herencia y los niños también, ¿no? Por supuesto los niños. Pero la juventud es la que más preocupada me tiene, muy preocupada. Y me da mucho dolor que la obra que costó tantas vidas, que costó tanto trabajo, se desintegre de a poco sin que hayan factores que se dispongan a tomar ideas. Quiero realmente llevar lo que me queda de coherencia o de razón o de emoción o de pasión por este proceso que es para mí mi vida, porque me hizo hacer de mi hijo un filósofo maravilloso sin que me costara un lápiz. Nunca le compré un lápiz. Mi hijo se graduó de máster en arte de la filosofía en la mejor universidad de Rusia, en la Lomonosov. Entonces, ya te digo, yo quiero de alguna manera agradecerle al proceso revolucionario la persona que soy. Yo soy un origen muy humilde, Daniela. Y mi aspiración bueno era ser bailarina, que eso es otra historia que no tiene nada que ver con esto, pero a partir de mis fracasos, dentro de mi realización personal, dentro de la rama del arte, por lo menos poder transmitir esto de las experiencias vividas. Hola, un saludo para todos nuestros amigos y hermanos cubanos nacidos en otras latitudes del mundo. Gracias por apoyar nuestra causa, por solidarizarse con Cuba y abogar siempre por el fin del injusto y criminal bloqueo económico, comercial y financiero. Considero que para un joven revolucionario del siglo XXI debe ser una tarea imprescindible. Su misión fundamental es tener memoria histórica, el conocer de nuestros antecedentes, de por qué estamos, por qué somos, por qué surgimos como revolución y sobre todo la importancia que tiene en estos momentos cruciales donde a través de campañas mediáticas se trata de desacreditar por diversas ramas y maneras a la revolución cubana. La importancia de sostener a nuestra revolución, de defender incondicionalmente sus conquistas, es tarea de primer orden para todo joven comunista, para todo joven que lucha por un futuro mejor, que cree en el mejoramiento humano, en una sociedad más justa. Y eso se refleja día a día en cada joven cubano, en las tareas de impacto que realiza, en cómo va en ese acompañamiento diario con la máxima dirección del partido y el gobierno en nuestro país. Los jóvenes no fallaremos nunca. Contamos siempre con ese poder de liderazgo en las tareas que se nos asignan. Estamos en todas las esferas de la sociedad, de todos los grupos etarios, tanto ayudando al adulto mayor. Ahora en estos tiempos de pandemia hemos jugado un papel fundamental como personal voluntario dentro de los centros de aislamiento, en las pesquisas diarias, en tareas que se nos asignan y con amor, con solidaridad, con humanismo, como siempre nos enseñó y nos inculcó nuestro Fidel, damos el paso al frente.
creo que debemos ser esa juventud alegre, pero profunda, que siempre conoció nuestro Fidel, nuestro eterno comandante, y siempre hacer eco de nuestro Martí, de nuestro Che Guevara, de nuestro Camilo Cienfuegos, de nuestra Vilma Espín, de sentir, de palpar esa historia viva, porque contamos en nuestro país con elementos patrimoniales, con muchos museos que narran, que se arraigan a esa historia. Tenemos el 26 de julio, tenemos esa indómita Sierra Maestra, cuna que vio nacer el ejército rebelde. Tenemos ese 30 de noviembre palpable en las calles santiagueras. Tenemos en La Habana ese palacio presidencial, ese radio reloj, esa escalinata de La Habana, que fue escenario de extraordinarias anécdotas históricas en nuestro país. Contamos con esa marcha de las antorchas que aún vive a diario, que protagonizaron esos jóvenes para desacreditar y enfrentar a la tiranía. Por eso, un joven revolucionario, un joven comprometido, un joven cubano que conoce, que confía, que cree en su historia y que tiene como idea fundamental seguir impulsando, apoyando y creando, haciendo por la revolución, porque es el único camino, y saber siempre de que la revolución cubana, a pesar de ser bloqueada por más de 6 décadas, que es un país tercermundista, en momentos actuales ha desarrollado 5 candidatos vacunales y que aspira en este año 2021 a inmunizar a toda su población y así brindar esos medicamentos a todos los países del mundo. Por eso, un joven de estos tiempos debe tener, ante todo, compromiso con su historia, conocer sus raíces, sentir por sus raíces. Y así, desde el humanismo, desde el altruismo, desde la solidaridad, luchar y mirar con ojos de amor y de humanidad hacia todos esos pueblos del mundo que hoy luchan por su libertad. Saludos a todos, me despido. Gracias siempre por el apoyo, por el acompañamiento, por esa linda labor política que realizan para apoyar a Cuba, para solidarizarse con Cuba. También la importancia de la fecha con que se está realizando este evento, que es 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, día muy importante para muchas naciones del mundo. Se les quiere siempre con solidaridad, siempre con humanismo y mucho amor. ¡Viva Cuba! May Day greetings from the U.S. movement in solidarity with Cuba. My name is Cheryl Labash, one of the co-chairs of the National Network on Cuba, an umbrella of 50 U.S. organizations working to end the blockade of Cuba while respecting Cuba's sovereignty and self-determination. The U.S. movement in solidarity developed opposing the U.S. attacks. In 1960, the Fair Play for Cuba Committee was formed. In September of that year, Fidel spoke at the United Nations and met with Malcolm X in Harlem at the Hotel Teresa, warmly welcomed by the Black community there after the racist Hotel Sherbourne demanded $20,000 damage deposit for the Cuban delegation. In 1969, hundreds of youth traveled from the U.S. to work alongside Cubans, cutting cane, birthing the longest continuous solidarity organization, the Venceremos Brigade, which celebrated its 50th anniversary in 2019. In 1991, responding to the renewed U.S. threats against Cuba after the loss of its Soviet and Eastern European trading partners and plunging its economy into the special period, the National Network on Cuba was formed to bring together an attempt to better coordinate Cuba solidarity work in the U.S. The battle that Cuba's friends around the world have contributed essential support to
take place on U.S. soil, returning Elian Gonzalez to his Cuban family, the fight to free Gerardo, Ramon, Antonio, Fernando, and Rene, the five Cuban heroes, all took place right here on our soil. We thank the entire international movement for your contributions. We received so much help during those difficult years and those struggles. It enabled us to break through, in some cases, to labor unions. It helped us really knock on doors of elected officials in these battles. We saw the Cuban embassy open July 20th, 2015, and we saw President Obama go to Havana. But then in 2016, there was another election. President Obama did not end the blockade. Trump reminded us that the blockade is real. In 2008, long before the election, the Trump trademark was registered in Cuba. Then, not 5 months after his inauguration on January 20th, 2017, he declared the Obama-Cuba deal was canceled. Since his June 16th, 2017 Miami speech, and I say June 16th, 2017 intentionally for later, his Miami speech, since that time, more than 240 executive order weapons were launched against the Cuban people and their revolution. Technology is now used to fine-tune the sanctions with oversight, threatening fines and retribution to any who go against U.S. unilateral edicts. Every 6 months since 1996, U.S. presidents have waived certain provisions of the Helms-Burton Act. Well, Trump let it go into effect. And then, as a parting shot after the election, he added Cuba to the list of so-called state sponsors of terrorism. This lie only supersedes the U.S. slander perpetrated against Cuba's Henry Reeve Brigade international medical teams. Here in the United States, we too campaign for a Nobel Peace Prize for them. The formerly silent Cuban-American community here in the United States became so enraged by the hardships imposed by Trump's measures on their families, they began taking action 10 months ago. Before the U.S. election, Cubans began open bike and car caravans right there in Miami, calling for the blockade to end. With the Biden election, personally, I thought our biggest problem was going to be a quick reversal to the Obama era when so many in the U.S. were unaware that the blockade still existed. That, however, has not been our problem. Even though the administration is filled with people who know Cuba, not the least of which is First Lady Jill Biden, whose joyful video of her trip to Cuba is available on the internet. The Biden administration's geopolitical approach thus far has been to include Cuba, Venezuela, and Nicaragua in the U.S. new Cold War aimed at China. Remember, I said a June date earlier. Well, on June 23rd, 2021, not too far from now, 4 years and 7 days after Trump's speech in Miami, the United Nations General Assembly, as it has since 1992, will vote once again against the U.S. blockade. How will the Biden administration vote? In addition to the caravans on the last Sunday of every month, during the pandemic, we've held educational web events to raise awareness and gather more people to the fight against the blockade. We've launched online petitions. City councils, labor unions, school boards, and county commissions have passed resolutions calling for ending the blockade and cooperation with Cuba against the pandemic.
social media campaigns, and a gathering of at least one person from every one of the 50 U.S. states to step forward with a Hands Off Cuba sign. All of these are campaigns that are underway now in advance of the vote at the United Nations. The pandemic has forced our movement to use social media and virtual communications, allowing closer collaboration like this one, so it wasn't all negative. Capitalism's inability to confront the global health crisis is exposed. At the same time, it has allowed the world to see the humanism and solidarity of the Cuban people, government, and social system. All the while, they're carrying the weight of the pandemic and the blockade. It is a global moment of uncertainty when all pressure, all our voices, all our efforts can be a factor in undoing the web of U.S. laws that are the genocidal blockade of Cuba. We say, unblock Cuba, viva Cuba, venceremos. Liebe Freundinnen und Freunde von Kuba, liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte jetzt über die internationale Kampagne gegen die US-Blockade gegen Kuba, Unblock Cuba, informieren. Wir haben ja im Video zur nordamerikanischen Solidarität mit Kuba diese große Vielfalt der Aktivitäten des Widerstandes gegen die US-Blockade gesehen. Auch in sehr vielen europäischen Städten finden seit Monaten solidarische Aktivitäten gegen die US-amerikanische Wirtschafts- und Finanzblockade gegen Kuba statt. Es ist eine starke Bewegung Unblock Cuba entstanden, die das Ziel hat, so viel Druck wie möglich aufzubauen gegen die US-Regierung, aber auch gegen die Regierungen europäischer an der Blockade beteiligten Staaten, sie zu zwingen, diese Blockade in diesem Jahr 2021, diese Blockade, die seit über 60 Jahren besteht, endlich zu beenden. Am 23. Juni wird die UNO-Vollversammlung ein weiteres Mal, wie jedes Jahr, diese völkerrechtswidrige Blockade behandeln und darüber abstimmen. Und sie wird sehr wahrscheinlich wieder mit einer sehr großen Mehrheit verurteilt werden. Da die europäischen Regierungen, inklusive die schweizerische, jedoch nur scheinheilige Lippenbekenntnisse von sich geben, braucht es einen großen internationalen öffentlichen Druck, um diese Regierung hier und diejenige in den USA dazu zu zwingen, diesen Wirtschaftskrieg gegen Kuba zu beenden. Der 27. und 28. März war mit der Kampagne Internationale Caravana gegen die Blockade gegen Kuba ein weiterer Höhepunkt weltweit. Es erreichen uns Bilder und Meldungen aus deutschen, aus österreichischen, aus spanischen, katalanischen, italienischen und weiteren mehr Städten, die zeigen, dass sich immer mehr Menschen gegen den Blockeo wie auch gegen die Desinformationskampagnen der großen Medien stellen. Zusammen mit diesen tausenden Aktivistinnen weltweit hat die solidarische Caravana gegen den Blockeo auch hier in der Schweiz Fuß gefasst. Und am 27. März gingen hier zum Beispiel in Yverdon-les-Bains, in Fribourg und hier in Zürich solidarische Aktivistinnen gegen die Blockade auf die Straße. Wir werden anschließend auf einem Video sehen, wie dieser Widerstand sich bilderreich ausdrückt. Im Zentrum der solidarischen Aktivitäten hier steht vor allem der Kampf gegen die Finanzblockade der Schweizer Banken und Finanzinstitute. Natürlich ist auch die Verweigerung von medizinischem Material für Kuba verheerend. Auch das passiert hier leider in der Schweiz. Dies sogar noch während der
Corona-Pandemie und angesichts der Präsenz von vielen kubanischen Ärztinnen hier in Europa im Kampf gegen Corona. Es ist doppelt zynisch. Diese Proteste hier und die Forderungen nach sofortiger Beendigung der Bankenblockade wurde in den letzten Monaten durch viele weitere Aktivitäten begleitet. An jedem 17. des Monats gibt es Kundgebungen und Standaktionen in verschiedenen Städten, um die Bevölkerung zu informieren. Zentrale Forderung: Schluss mit der Blockade der Schweizer Banken und Firmen. Die am 2019 lancierte Petition Unblock Cuba wurde am 9. März dieses Jahres im Nationalrat behandelt und in einer Abstimmung angenommen. Sie fordert den Bundesrat auf, in der UNO und der US-Regierung gegenüber aktiv zu werden und Maßnahmen zur Wiederaufnahme des Handels mit Kuba zu prüfen und zu ergreifen und damit seinen Teil beizutragen, um die illegale Blockade gegen Kuba zu beenden. Dazu gab es eine breit angelegte Plakat- und Postkartenaktion, um sowohl die Öffentlichkeit zu informieren, aber auch um alle Parlamentarierinnen aufzufordern, gegen die Blockade respektive für das Postulat Unblock Cuba zu stimmen. Mit großem Erfolg, wie wir gesehen haben. Gegen die forcierte Kampagne der US-Regierung, Kuba in den Medien zu verleumden und falsche Informationen zu verbreiten, wurden verschiedene Medienbeschwerden eingereicht und teilweise auch gut geheißen. Wir werden die Lügen der Medien und bekannter Journalistinnen weiterhin konsequent an den Pranger stellen und demaskieren. Unsere Forderung, dass die Schweizer Banken ihre umfassende Blockade gegen Kuba, die auch Geldüberweisungen hier im Inland betrifft, sofort beenden, wird mit detaillierten Informationen, Transparenten und Plakaten verbreitet und von vielen Menschen positiv aufgenommen. Aber es zeigt sich auch, dass die Mehrheit der hier lebenden Menschen gar nichts weiß von dieser verbrecherischen und völkerrechtswidrigen Praxis der Schweizer Banken. Die vorherrschende Maske eines sogenannten freien, neutralen und demokratischen Staates verdeckt die Sicht auf die dahinterliegenden Verstrickungen und Interessen mit dem US-Imperialismus. Das Unrecht, die Schande wird zur Gewohnheit, die die Mehrheit leider nicht kümmert. Der Erfolg unserer Petition Unblock Cuba, die Unterstützung dazu von verschiedenen Solidaritätsorganisationen wie Medicuba Swiss, Medico International Schweiz und weiteren Organisationen sowie von vielen Menschen, ihre Behandlung im Nationalrat und erfolgreiche Abstimmung hat diesen alltäglichen Schleier etwas zerrissen. Doch was bedeutet das jetzt konkret? Der zuständige Bundesrat Cassis möchte das Postulat wohl am liebsten in einer Schublade verstauben lassen, obwohl er nun einen ganz klaren Auftrag hat. Und die Banken praktizieren weiterhin unbeirrt ihre Normalität und beugen sich lieber dem US-Druck als dem Druck und den Forderungen der Menschen hier und einem demokratischen Entscheid im Parlament. Also, es braucht noch viel mehr, um das Schweigen zu übertönen, um die Bankenblockade wirklich zu beenden. Es liegt an uns, den Druck weiter aufrechtzuerhalten, ihn sogar noch zu verstärken. Wir kämpfen dagegen, dass Regierung und Banken weiterhin die Komplizen des völkerrechtswidrigen, brutalen Wirtschaftskrieges gegen Kuba sind, eines Wirtschaftskrieges, der seit Jahrzehnten Verursacher immenser wirtschaftlicher Schäden und Leid der kubanischen Bevölkerung ist. Unsere Forderung, die Blockade der Banken gegen Kuba sofort beenden, wird lauter. Kuba sí, bloqueo no. Der nachfolgende Beitrag zeigt die inhumane und auch rechtlich fragwürdige Praxis der Banken in der Schweiz, unter anderem am Beispiel der Bank Claire, detailliert auf.
Vielen Dank. Danke, John. Ich glaube, in dieser Geschichte mit den Schweizer Banken, über die in der letzten Zeit doch vermehrt berichtet worden ist, sollte man vier Ebenen unterscheiden, wenn möglich. Erstens, dass die extraterritoriale Anwendung von Recht einzelner Staaten. Zweitens, die Anwendung, die praktischen Konsequenzen. Drittens, die humanitären Aspekte. Und dann, was, glaube ich, auch wichtig ist, viertens, überlegen, wie sehen die Perspektiven mit der Regierung Biden in Bezug auf dieses Problem aus. Also das extraterritoriale Recht, die Anwendung extraterritorialen US-Rechts in diesem Falle ist eine Funktion, eine Konsequenz der Blockade. Sie ist völkerrechtswidrig und in der formulierten Absicht der Amerikaner und auch der Konsequenzen ohne Zweifel kriminell. Die Schweiz hat auch wiederholt in der UNOVOL-Versammlung für die Aufhebung dieser Blockade gestimmt. Nun hat die amerikanische Treasury und ihr spezielles Büro dafür, die sogenannte OFAC, O-F-A-C, genaue Bestimmungen formuliert für den internationalen Handelsverkehr und Zahlungsverkehr mit den USA. Wir können jetzt nicht auf die Details eingehen. Wir haben das untersuchen lassen, was klar ist, und da gehe ich zum dritten Punkt schon, ist, dass humanitäre Hilfe ist trotz dieser Blockaden möglich, das steht in den OFAC-Bestimmungen. Das wird nicht respektiert und das wird vor allem auch von Schweizer Behörden, ich denke jetzt in diesem Fall an die Institutionen wie die Bank, nicht eingehalten. Der zweite Punkt, wie wird das gehandhabt in der Schweiz bezüglich internationalem Zahlungsverkehr, der ist praktisch unmöglich mit den zwei großen Banken, mit den zwei großen und anderen Banken. Es gibt die Möglichkeit, den internationalen Zahlungsverkehr, nie in Dollars natürlich, aber in Schweizer Franken oder Euros zu bewerkstelligen mit gewissen Banken. Aber viele Banken boykottieren das mit Hinweis auf die OFAC-Bestimmungen. Nun sind ja nicht alle diese Zahlungsverkehrstransitionen humanitären Ursprungs. Es handelt sich auch um normale Handelsbeziehungen. Und diesbezüglich ist jetzt auch ein Postulat eingegeben worden in unserem Parlament von Handelsvertretern, also mit diesem Hintergrund, die eigentlich Business machen möchten mit den Kubanern und Kubanern mit ihnen, damit die Regierung das ermöglicht. Das ist hängig, wir werden sehen, was da rauskommt. Was uns betrifft, also vor allem mit die Cuba Suisse und die Vereinigung, sind die humanitären Aspekte. Wir haben ja bereits vorgängig über die Biotech-Angelegenheit gesprochen und die Vereinigung Schweiz-Kuba beschäftigt sich vor allem mit Bildungsfragen, mit Unterstützung, mit Materialien und auch mit Lehrern, um in gewissen Gebieten die Bildung aufrechtzuerhalten und zu erleichtern auf Kuba. Also, dass dieser Zahlungsverkehr wäre aufgrund der OFAC-Bestimmungen möglich. Wieso wissen wir das? Das wissen wir, weil wir bei einer Anwaltskanzlei in Washington einen Mini-Gutachten angefordert haben, das das völlig klarstellt. Jetzt ist der andere wichtige Aspekt, seit zwei, drei Jahren werden auch
diese extraterritorialen Ansprüche der US innerschweizerisch angewandt. Was heißt das? Spenden an Medicuba Suisse oder an die Vereinigung Schweiz-Kuba werden von gewissen Banken, von den zwei Großbanken mehrheitlich und von der Basler Kantonalbank und der Bank Claire, vorgängig eine genossenschaftlich ausgerichtete Bank, verunmöglicht und refüsiert. Also innerschweizerische Zahlungstransaktionen in Schweizer Franken zwischen zwei Schweizer Konten durch Schweizer Bürger werden nicht ausgeführt, mit Hinweis auf die extraterritorialen Schwierigkeiten. Das ist natürlich völlig unsinnig auf der einen Seite, auf der anderen Seite zeigt das sicher den Kniefall dieser Banken vor den US-imperialen Ansprüchen. Was ist der Hintergrund davon? Der Hintergrund ist, dass diese Banken oft wegen Geldwäscherei oder Steuerhinterziehung in den USA penalisiert worden sind. Sie haben Millionen, zum Teil milliardenschwere Bußen zahlen müssen und haben Angst, das könnte irgendwie auf sie zurückfallen, was juristisch gesehen völlig ausgeschlossen ist. Aber die Angst besteht. Also auf der humanitären Ebene werden jetzt während der Pandemie Spenden verunmöglicht. Das können wir nicht akzeptieren. Deshalb ist auch eine Initiative hängig, damit extraterritoriales Recht in der Schweiz nicht angewandt wird. Das ist ja gut für Leute, die sagen, keine fremden Richter in der Schweiz, keine fremden Richter in der Schweiz. Meinetwegen, aber sie bestehen ja, sie sind schon Realität mit dieser Anwendung von US-Recht. Also diejenigen, die laut schreien, keine fremden Richter in der Schweiz, geht es ja nicht, ist ja nicht möglich, sollten sich der Konsequenz ihrer Überlegungen auch in dieser Sache eigentlich klar sein. Viertens, die Perspektiven mit Biden. Biden hat es in der Hand, die neue Administration, die 240 Verschlechterungen, die die Trump-Administration eingeführt hat, zu verändern. In den seinen ersten 100 Tagen hat er daran nichts geändert. Seine Position bezüglich Lateinamerika, vor allem auch seine Freundschaft mit Herrn Duque aus Kolumbien, die er in einem Brief präsentiert hat, lässt mich nicht sehr optimistisch stimmen bezüglich der Perspektive. Ich glaube, die Monroe-Doktrin und ihre Varianten in Lateinamerika bleibt bestehen. Das heißt für uns, also, was heißt das für uns? Das heißt für uns, wir müssen weiterarbeiten, alle Möglichkeiten ausnutzen, um diese extraterritoriale Rechtsanwendung abzuschaffen und denunzieren, wo nur es möglich ist. Und wir müssen uns auch überlegen, bei welchen Banken wir noch Konten halten wollen, wenn sie diese humanitäre Arbeit nicht unterstützen. Danke für eure Geduld. Wir haben nun das Glück, dass wir euch die neue Botschafterin Kubas in Bern vorstellen können. Es ist Mayra Ruiz, die uns eine Grußbotschaft übermittelt hat, die wir euch jetzt vorstellen. Und zum Abschluss erfolgt unser Aufruf, wie in Unterstützung von Raffaele, der das soeben gemacht hat in Bezug auf diesen Bankenboykott. Wir rufen euch auf, mit einem kurzen Video nicht passiv diesen Machenschaften zuzuschauen, sondern wenn möglich euch aktiv an den Aktionen zu beteiligen oder zumindest mit einer Spende zu unterstützen. Es gibt immer wieder Wege, wie sie zu uns und schlussendlich nach Kuba kommen. Wir danken euch und hoffen
es hat euch gefallen. Wir werden am Schluss noch einmal den Link einblenden, wie man mit Fragen zu den einzelnen Kapiteln sich einmischen kann, und wir werden in einer neuen Sendung dann diese Fragen aufgreifen. Vielen Dank. Queridas amigas y amigos, por segundo año consecutivo arribamos al Día Internacional de los Trabajadores bajo condiciones especiales y complejas a causa de la persistencia de la pandemia de COVID-19. En Cuba no tendrán lugar las multitudinarias marchas que habitualmente en esta fecha inundan las principales plazas y avenidas del país. Tampoco en el mundo se sentirá en las calles el clamor de las luchas y reivindicaciones de la clase trabajadora. La batalla hoy se libra principalmente desde los espacios digitales y desde las redes sociales. Desde ese nuevo escenario debemos alzar nuestras voces y nuestra verdad, esa que constantemente quieren manipular o silenciar al imperio y sus aliados en evidente complicidad con los grandes medios de comunicación. Como bien conocen, nuestro país ha estado constantemente asediado por Estados Unidos, que durante años ha apelado a todo tipo de recursos y estrategias para doblegar al pueblo de Cuba y derrocar la revolución. Desde 2017, la retórica agresiva y el notable recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero han sido ejemplo de ello. También lo han sido las campañas de descrédito contra Cuba, la subversión, las maniobras para generar agitación social en Cuba y el financiamiento de elementos antisociales para hacer acciones de sabotaje contra entidades públicas. Todo lo cual han intensificado con la clara intención de aprovechar la compleja coyuntura actual en función del logro de sus propósitos. Por ello, hoy más que nunca, su labor solidaria es tan importante, así como el reforzamiento de la denuncia del bloqueo estadounidense y las acciones que realizan en función de ello. Su contribución a la denuncia de las campañas difamatorias contra Cuba y los constantes ataques de la prensa que se hace eco de esas mentiras resulta de igual manera vital. También lo es el apoyo a las causas justas de los pueblos, a los gobiernos de izquierda y progresistas, a la preservación de nuestro planeta y a la construcción de un mundo mejor. En nombre del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, trasladamos el agradecimiento por su labor permanente de solidaridad con Cuba. Muchas gracias. Die Schweizerische Solidaritätsbewegung mit Kuba ist Teil der weltweiten Kampagne gegen die illegale und kriminelle Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade der USA gegen die kubanische Bevölkerung. Am 9. März 2021 wurde das Postulat 204332 vom Nationalrat angenommen, das vom Bundesrat verlangt, sich aktiv gegen die Blockade in der UNO einzusetzen und Maßnahmen zu prüfen, die es Unternehmen ermöglichen, mit Kuba Handel zu treiben und aus der Schweiz Investitionen in Kuba zu tätigen. Im Vorfeld der Abstimmung führten wir eine Postkarten- und Plakatkampagne durch, um die Bevölkerung zu informieren und mobilisieren. Kleinplakate wurden in mehreren Schweizer Städten aufgehängt. Wir druckten und verteilten mehrere tausend Postkarten, die Bürgerinnen und Bürger an ihre Nationalräte und Nationalrätinnen schickten, um letztere aufzufordern, das Postulat zu unterstützen. Die Annahme des Postulats ist ein wichtiger Sieg für die internationale Solidaritätsbewegung mit Kuba, aber nur ein Schritt in Richtung Aufhebung der illegalen Blockade. Wir verlangen nun vom Bundesrat, dass er das Postulat rasch umsetzt. Die extraterritoriale Anwendung der Blockade verletzt die sogenannte Neutralität unseres Landes und die Souveränität der Schweiz. Um Druck auf unsere Regierung auszuüben, müssen wir die Kampagne nun verstärken und mehr Menschen erreichen.
Wir brauchen mehr Freiwillige für Standaktionen und Mahnwachen, Grafikerinnen, die Flugblätter und Poster entwerfen, Spenden von Flugblättern, Übersetzer. Hängt Poster der Kampagne auf und bringt die Information unter die Leute. Wir brauchen Kontakte zu Jugend- und Studentenorganisationen, der Klimabewegung, Kirchen und so weiter, damit wir mehr Leute erreichen und mit ihnen darüber sprechen, wie sie mithelfen können, die Blockade zu beenden. Ruft an auf 032 517 81 81 oder schreibt uns an unblockcuba2021@gmail.com.